und Servus zum ersten Zimmerduell heute mit Niklas Füllkrug. Hallo. Und Marvin Duksch. Moin. Dann legen wir mal los. Wer von euch beiden versteht besser Österreichisch? Punkt. Der erste Punkt für euch beide. Ich habe mit vielen Österreichern zusammengespielt. Kannst du noch alle aufzählen? Mit vielen, mit sehr vielen. Ich war auch mit vielen sehr eng befreundet, wobei du auch mit Marco, aber Marco redet Hochdeutsch. Ich verstehe aber kein Wort. Ja, aber er redet fast Hochdeutsch, ne? Marco redet schon gut, wenn er Österreichisch spricht, ist schon, ja, okay. Wer von euch beiden braucht morgens länger im Bad? Zweiter Punkt. Duxi ist einfach. Der sieht immer gut aus, guck doch. Brauch ja nicht machen. Alleine wegen deinem Gel. Ja, du brauchst schon immer länger als ich. Ja. Wer sieht von euch beiden denn besser aus? Kein Punkt. Ah! Ja, muss ja mal gemacht werden. Ey, ich wollte doch erst mit dir gehen. Oder wir hätten einfach beide die andere machen müssen. Ich wusste es nicht. Aber sympathisch. Wer von euch beiden hat den besseren Modegeschmack? Kann man so und so sehen. Kann man so und so sehen, aber... Ja, wie machen wir es, Duxi? Ja. In welche Richtung gehen wir? Weil besseren weiß ich nicht. Besser gibt's, ich finde, also du sagst es ja. Du sagst es in deinem Wort, es heißt Mode, Geschmack. Geschmack ist immer etwas Individuelles. Und wie Duxi sich kleidet, ist auf die Art, wie man sich in Jogginghosen und Trainingsanzügen kleiden kann, auch stilvoll. Aber es ist halt immer anders. Und ich bin halt eher ein bisschen der Schickere. Ich mache so. Also? Kein Punkt. Ja, man kann, wie gesagt, ich habe den, wie sage ich das? Auf leger so, so mit. Den auffälligeren, den extravaganten habe ich. Aber bei dir passt auch mal farblich zusammen und so. Ja, aber es ist halt also du achtest auch drauf. Absolut. So, weißt du, ist ja nicht so, dass du jetzt einfach sagst, ey, mich juckt's nicht, ich ziehe eine Jogginghose an und gehe los zum Training. Absolut. Das machst du nicht. Von daher... Schlechte Frage. Wer von euch beiden geht denn öfter ans Buffet? Punkt. Wollen wir es verraten oder nicht? Nein, Bruder, brauchen wir nicht verraten. Wer von euch beiden ist denn schneller müde? Schneller müde oder schneller? Schneller müde. Im Spiel oder generell müde? Wie ihr wollt. Eigentlich ist klar, Duxi. Weiß ich nicht, komm. Kein Punkt. Nein. Warum? Erstens, weil du... Du spielst immer durch, also wie kannst du schneller müde? Ja, du könntest ja auch durchspielen. Weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, wir sind doch heute Jojo-Test gelaufen, Digga. Ja, aber das hat Tagesform. Und dann musst du auch noch sagen, wenn du das dann auch noch aufs Leben beziehst, bin ich auch nicht schneller müde als du. Du bist sicher länger wach als ich. Deswegen habe ich ja gefragt. Wer braucht Fragen öfter sind, Behandlung? Fragen sind kritisch. Oft, öfter Behandlung? Ja. Warte. Punkt. Na gut. Wer von euch beiden ist der größere Trainerliebling? Boah. Ganz einfach. Kommt drauf an, bei wem? Hey, ganz einfach. Kommt drauf an, unter welchem Trainer? Aktueller Trainer. Punkt. Mach ich nur für die Punkte, ne? Mhm. Das weiß jeder, aber das wissen auch alle. Wer von euch beiden ist der größere Morgenmuffel? Kein Punkt. Ich hätte gesagt, weil du kennst mich, ich bin noch morgens manchmal auch, wenn ich manchmal reinkomme in die Kabine, bin ich auch relativ schnell, relativ laut. Ja. Und du bist meistens morgens, kommst rein, du bist kein Muffel, aber du einfach. Redest dann ja, manchmal nicht ich und chillst einfach. Einfach. Ja. Und so, deswegen hätte ich jetzt gesagt. Aber es ist, weil ich keinen Bock habe. Ja, genau. Aber kein Muffel bin. Ist schwer. Ja. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Ich würde sogar sagen, es ist in vielen Ebenen ähnlich. Ja. Oder? Ja. Ich mach mal so, weil... Weil? Ich mach einfach Duxi. Mehr höre. Ja, mach. Punkt. Ja. Wer von euch beiden ist torgefährlicher? Punkt. Klar.
Wer gibt die besseren Vorlagen? Punkt. Ja, ist ja der letzte Runde noch unentschieden. Oder wie du den hingelegt hast gegen Regensburg, den konnte ich gar nicht vorbeischießen. Ja. Ganz weich und das war wunderschön. Ja. Und außerdem hast du auch mehr Tore und Vorlagen gemacht. Deswegen habe ich auch mich gewählt. Wer von euch beiden schaut mehr Werder TV? Nächster Punkt. Ja. Und letzte Frage. Nur weil ich einen kostenfreien Zugang habe. Persönlicher Dank an Markus Bierichel. Wer von euch beiden ist der Boss? Ich halte mich da mal zurück. Punkt. So wird man geboren. Spaß! Nein, das ist Quatsch. So, das war's. Wir sind fertig mit dem Zimmerduell. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, da unten. Das war's. Guckt euch die nächsten Zimmerduelle auch an und bis bald. Ciao. Ciao.